Das ist ein kleiner Getriebemotor, der nach einer Snare Drum klingt. Das ist ein Gleichstrommotor für die Bassdrum. Und ein winziger Schrittmotor, der gegen eine kleine Sprungfeder stößt. Der imitiert die Hi-Hat. Die erste Beat Machine baute Kokan Nicolazze 2016, noch mit einer Handkurbel. Seitdem hat er seine Erfindung weiterentwickelt. Die Maschinen produzieren einen Rhythmus. Kokan Nicolazze komponiert dazu kleine Melodien auf dem Computer. Seine Beat Machine Nummer 3, inklusive alter Colaflasche und Tischtennisbällen, steht seit 2017 im Museum für Popmusik in Oslo. Ich liebe es, wenn aus einem kleinen Geräusch ein richtig lauter Sound wird. Wenn man eine kleine Sprungfeder auf einem Mikrofon befestigt und sie springen lässt, dann kann der Klang durch die Verstärkung gigantisch werden, so dass ein ganzes Stadion wackelt. Das ist einfach toll. Kokan Nicolazze wurde in Georgien geboren und ist ausgebildeter Violinist und Dirigent. Heute lebt er in der norwegischen Hauptstadt Oslo und verdient sein Geld mit Kompositionen für Ensembles und Orchester. Die Beat Machines waren eigentlich als Ablenkung gedacht. Ich habe damit angefangen, als es mir persönlich sehr schlecht ging. Es war für mich wie eine Therapie. Ich konnte die Realität vergessen. Es hat mich damals gerettet und seitdem bin ich süchtig. Wochenlang arbeitet er an einer Maschine, in einem Makerspace, einer gemeinsam genutzten Werkstatt. Dort trifft der Musiker auf Tüftler, die ihr technisches Wissen mit ihm teilen und findet die Materialien für seine Klangmaschine. Ich versuche, so wenig Materialien wie möglich zu kaufen. Ich mag es, wenn ich sie einfach finde. Ich gehe hier im Makerspace herum, schaue in die Schubladen oder nach Resten von anderen Projekten. Diese Materialien nutze ich dann. Mittlerweile hat er Anfragen von privaten Sammlern. Drei neue Beat Machines wird er auf Bestellung produzieren. Es wäre toll, wenn das hier am Ende mein Beruf wird. Seltsame Maschinen bauen und damit Musik machen, das ist die beste Aufgabe der Welt. Außerdem ist ein Beat Machines-Album geplant und ein Auftritt auf großer Bühne. Beim Beethovenfest im September in Bonn geben Kokan Nicolazzes Musikboxen gemeinsam ein Konzert.